Enttäuschung auf beiden Seiten. Im Derby trennten sich TC Blau-Weiß und die Zehlendorfer Wespen mit 1:1 in einem sehr hitzigen Spiel. In einer langen Zwangspause hat sich natürlich auch viel Vorfreude auf so ein Spiel aufgebaut. Das ist sowieso immer eine Sondersituation, ne? Derby ist Derby. Die Tore ließen lange auf sich warten. Das erste Viertel war heiß umkämpft, doch die Wespen hatten in Sachen Torchancen allerdings die Nase etwas vorn. Dann ins zweite Viertel guckt, da haben wir es viel besser gemacht, sind viel besser ins Spiel gekommen, haben auch das, was wir in der Halbzeit besprochen haben, umgesetzt. Im letzten Viertel erzielte Marc Hopper für Blau-Weiß das lang ersehnte 1:0. Doch nur 2 Minuten später konnten die Zehlendorfer Wespen wieder ausgleichen. Man muss auf jeden Fall besser laufen, dass wir von der Bank aus ruhiger bleiben, vor allem den Schiedsrichtern gegenüber, dass wir uns mehr auf unser eigenes Spiel konzentrieren. In 2 Wochen geht es gegen den TG Frankenthal. Dort möchte sich Lars Lillmanns Mannschaft auf keinen Fall verstecken.